Der Briggs. Ich bin der Barry, in der Kamera ist die Tanja. Oh la la, guck dir den Weg hier an. Ich übernehme mal ganz kurz, weil Perry muss sich jetzt tatsächlich ein bisschen hier aufs Fahren konzentrieren. Ja? Wir sind nämlich auf dem Weg zu den Nederwasserfällen und das ist ziemlich, ja, also die Straßen sind ziemlich heftig. Ich würde sagen, wenn wir angekommen sind, gibt es mehr von uns, okay? Kämmerfreaks, also wir haben uns jetzt für den Rückweg, schaut euch mal hier die Straße an, zeig mal bitte mal nach vorne. Schaut euch das mal an, es geht hier richtig steil, das ist eher was für Offroad-Fahrzeuge und nichts für, da geht es richtig steil hoch. Wuppa. Oh, jappa, Alter. Ja, also das ist was für 4x4 Fahrzeuge, aber nichts für kleine Mikras, Nissans. Also es geht gerade hier richtig und wir sind froh, wenn wir hier gleich wieder runter sind. Aber das ist hier nicht für das Auto. Da hat man sowas von gar nichts. Ja, wenn wir gleich runter sind. Ja, Kämmerfreaks, wir haben Gott sei Dank einen Einheimischen hier. Nee, Einheimischen, nee, stimmt nicht. Fehler. Aber ein Griech, ich habe den gewarnt, fahr da bloß nicht hoch. Da hat er sich erstmal tausendmal bedankt und sagt, okay, ich fahre über die andere Seite. Es gibt noch eine andere Seite, ganz wichtig für euch, fahrt bloß nicht diesen Weg. Der Weg ist nicht für Autos gedacht. Auf gar keinen Fall. Und ja, wir fahren jetzt hier bis nach oben runter. Ihr seht es hier, schwenkt mal nach vorne bitte. Hier ein normaler Weg. Und nicht so da, wo wir jetzt waren, hier die Offroad-Strecke, aber sowas von Offroad. Das ist schon, ja, das war jetzt Abenteuer pur und Adrenalin pur. Und ich bin jetzt froh, dass wir jetzt mit dem jungen Mann da jetzt, mit seiner Freundin da, dass er gemeint hat, ja, es gibt noch einen anderen auf der anderen Seite. Aber, ja, kann sich jetzt auch nicht so 100% aus, aber er wusste, es gibt doch, es gibt zwei Zugänge. Wir haben jetzt nochmal geguckt, ja, steht auf auch im Reiseführer, oder? Stimmt das? Ja. Also, alles gut. Oh, da vorne schau mal. Und es ist hier grün ohne Ende. Wie überall in Griechenland. Ja, also wir stehen jetzt hier, eigentlich geht es da noch da runter. Ist jetzt nicht so schlimm, halt ein bisschen Steinweg. Wir mussten aber jetzt hier halten, weil das Auto stinkt nach Plastik. Also das ist schon das dritte Fahrzeug, ja, das hier einen Defekt hat in Griechenland. Und langsam geht mir das auf den Keks. Ich fahre seit über 25 Jahren jetzt Fahrzeuge.
Autos. Und ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich habe noch nie ein Auto gefetzt, auch in Deutschland nicht, egal wo auf der Welt. Und ich bin alles gefahren, wirklich alles, bis auf LKW. Und deshalb verstehe ich nicht, warum die Kisten hier ständig kaputt gehen. Ich meine, okay, die hat 140.000 Kilometer, da steht, soll man zur Inspektion gehen, fahren. Steht sogar auf Deutsch. Wartungshinweis mit dem, dem Schlüssel da. Und das geht mir jetzt langsam echt auf den Keks, dass diese Fahrzeuge hier einfach Schrott sind. Da unten sind die Niederwasserfälle, wie können Sie hören? Müssen jetzt mal gucken, wie weit wir jetzt zu Fuß da runterkommen, mal sehen, wie weit es ist. Wir lassen den hier jetzt mal abkühlen, vielleicht braucht er noch ein bisschen Luft. Keine Ahnung, oder? Ja, ich denke, wir lassen den mal abkühlen, laufen mal ein bisschen. Wir können ja nichts falsch machen. Genau. Wir haben Zeit, besser als ihn jetzt komplett hinüber zu kriegen und nicht wieder nach Hause zu kommen. Ne? Genau. Ich habe auch schon die Wanderschuhe an. Genau, Englisch. Hast du was richtig gemacht, nicht so wie in England? Ja. So, da ist die Kiste. Also, es ist schön hier. Wir laufen gerade hier runter. Da vorne seht ihr ihn vielleicht. Da vorne steht ein Kassenwagen. Ein wahrer Camper-Freak. Also, das hier runter, obwohl hier geht es jetzt wieder. Hier haben wir wieder. Och, hier sind noch ein bisschen kleine Rillen hier. Ja, hier so ein paar. Nichts Dramatisches. Nichts Dramatisches. Da haben wir schon größere gesehen. Oh, da geht es aber schön runter. Du. Ja, pass auf, da geht es noch gleich runter. Und zwar ist das mit dem Perikles. Ja, ich muss dazu sagen, so jetzt drehe ich mal die Kamera. Sorry, ich hoffe, das war jetzt für euch nicht zu schnell, sonst es nur schwindelig wird. Ja, ich habe einen kleinen Hau weg seit Zermatt. Seitdem wir nach Tesch hochgefahren sind mit Günni. Das war ja, yo, hardcore. Hatte ich ja auch schon berichtet auf unserem YouTube-Video und auf Instagram glaube ich auch. Ja, und dann also Steigung und so, da ein bisschen, da geht mir ein bisschen die Pumpe. Ja, und jetzt wie gesagt, der Stress hier mit dem Mietwagen, der knapp 140.000 Kilometer hat und zur Wartung muss man endlich. Und wir sind hier wirklich am A... der Welt. Hier ist nichts. Hier ist auch nicht das nächste Dorf oder so. Und bald kommt die Reserve. Und normalerweise gibt es in Griechenland 10 Tankstellen auf 1 Kilometer. Und jetzt hier haben wir jetzt gar keine. Und ja, das ist jetzt ein bisschen doof. So. Ich stehe nochmal die Kamera, ganz leicht für euch. So, da seht ihr nochmal den Kastenwagen. Ja, guter Mann. Und da geht's runter zu den Waterfalls. Den River Waterfalls. Und da seht ihr mal die Tanja. Die sind mit ganz normalen Reifen hier runtergefahren, mit Kastenwagen. Das aber macht unbegreiflich. Doch, nicht unbegreiflich. Natürlich halten, nur für euch zur Info, Tanja ist da nicht so bewandert, was Reifen betrifft. Natürlich kann man das machen. Nur, wie lange halten die dann? Und, oh, da mäht einer. Ne, da fährt einer hoch. Motocross, warte, aufpassen. Immer hier weiter links. Ja, Motocross. Ja, der geht jetzt runter, aber sollen wir mal da mal gucken. Obwohl, das sind Franzosen. Okay. Da geht's runter. Hier seht ihr mal eine richtig schöne steile Kurve und natürlich keine hier Leitplanken. Da geht's mal so richtig schön runter. Oh ja, oh ja. Oh, da müssen wir runter. Da müssen wir hin. Oh, oh, oh. Das geht noch richtig runter. Also, Camperfreaks, wir haben uns jetzt dagegen entschieden. Es geht noch mal, das sind keine 400 Meter, steht da, sondern es geht noch ein bisschen weiter. Und ja, wir haben jetzt knapp, ja, wir haben jetzt 12:30. Die Sonne brennt. Und wenn ihr herkommt, rate ich euch ganz dringend, passt auf den Weg auf, welchen ihr nehmt. Den anderen, ihr seht ja hier, wird er auch nicht gerade besser, wurde jetzt etwas schlechter, dann wurde er da vorne wieder besser. Aber mit normalem Auto rate ich euch die Strecke nicht zu fahren. Die Griechen ja auch, die hergefahren sind, um sich das auch anzugucken. Die Wasserfälle, die haben wieder zurückgedreht. Der Camper, der steht da, der kann da noch hoch. Das ist alles noch in Ordnung, alles noch im grünen Bereich, sage ich mal. Muss man halt wollen. Aber wir haben jetzt keinen Bock da runter und dann müssen wir noch weiterlaufen. Es lohnt sich 100%. Wir haben da richtig schöne YouTube-Videos gesehen dazu. Finde es auch super schade. Bin noch ein bisschen traurig deswegen. Aber ganz ehrlich, um danach dann fix und foxy nicht mehr hochzukommen, lohnt sich das jetzt nicht. Deswegen gibt es noch schöne Drohnenaufnahmen. Ich hoffe, die kann ich noch machen. Schnell.
Oh, da oben sehe ich, das ist ein Planetarium. Hier, was? Dingsbums. Meinst du? Ja, ja, 100%. Da, seht ihr das, Camper Freaks? Da zwischen den Bäumen, zwischen den Ästen. Das ist eins, 100%. Ja, also, schauen wir mal, dass wir gute Drohnenaufnahmen hinkriegen. Hier endet jetzt auch, beziehungsweise hier dieser Schotterweg, also hier Steinweg, sage ich jetzt mal. Also fahrt bloß nicht mit dem Auto hier von der anderen Seite. So, jetzt seht ihr mich mal. Von der anderen Seite überhaupt nicht herfahren. Da geht es gar nicht, aber das seht ihr schon am Anfang. Also gleich umdrehen und den Weg fahren. Aber auch der, ganz ehrlich, ist auch nicht gerade der beste. Und wir sind jetzt froh, wenn wir mit unserer Rennschüssel da vorne hier den Berg hochkommen und überall. Ihr seht es ja. Ja, ist ja ein bisschen doof. Und wir sind auch aus der Puste. Also wir haben richtig entschieden, da nicht jetzt nur runter zu laufen. Und ja, Camper Freaks, seid mir nicht böse, aber wir sind so frustriert, im Arsch. Genau, im Arsch trifft es am besten, gerade von der Hitze, weil wir haben jetzt richtig heiß. Klar, wir hatten früher, aber wir haben noch Amidala, das ist hier ein kleines Städtchen in der Nähe von unserem Campingplatz. Da haben wir noch was besorgt für eine ganz liebe Person, die hat heute Geburtstag. Liebe Grüße gehen raus nochmals. Und ja, deshalb sind wir später angekommen. Wir sind schon früh losgefahren, wussten, okay, um 10 Uhr sollen wir hier sein, aller spätestens. Und das hat sich ein bisschen hingezogen. Jetzt drückt uns die Daumen, dass die Schüssel hier fährt. Jo. Und ja, mit diesem Video mache ich dann auch Schluss. Denke ich mal, wenn noch was kommt, kriegt ihr es zu hören. Ansonsten, ja, abonniert den Kanal. Sorry halt, dass wir euch keine tollen Aufnahmen bieten konnten diesmal, aber ja, unsere Sicherheit geht vor, unsere Gesundheit geht vor. Und deswegen abonniert den Kanal, lasst ein Like da, wenn euch das Video, das Fail-Video gefallen hat. Und ja, aktiviert die Glocke. Bis dann. Tschüssi. Ciao.